Hallo Leute und herzlich willkommen zu der Auflösung des Gewinnspiels vom Lasst mich nicht lügen. Ich habe es rechts neben mir offen auf dem PC, aber muss dafür etwas hochscrollen. Vom 19.12. Da habe ich zumindest das Video hochgeladen. So den Zeitraum sollte es auch ungefähr mit der Veröffentlichung rausgekommen sein. Und zwar ging es um das Le TV Le Eco Le 2. Es haben sehr wenige bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Ich habe mich aber im Ende dann doch entschieden, es doch zu verlosen, weil es im Ende, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 6 Leute waren. Also ich zähle gerade 6 Nachrichten unter meinem Video. Aber da habe ich mir gesagt, komm, scheiß drauf, einer kriegt es. Ja, ich sag mal so, ich freue mich ja immer über Kommentare. Aber wenn ich solche Kommentare lese wie, weil ich es bin. Ja, Marcel, ich meine dich. Und wenn du der Kaiser von China wärst, das, weil ich es bin, ist kein Grund wirklich, dass ich dich direkt wähle. Deswegen muss ich leider sagen, dass du es nicht bist. Und weil es Gehalt ist. Da steht aber kein Le Eco vor. Falsch. Le Eco Le 2 steht da nicht vor. Das heißt, das ist keine Antwort. Also, Hackwix hat geschrieben, warum und wofür kaufst du dir immer so ein Zeug? Viele Grüße, Hackwix, sagt der Typ, der immer sich irgendwelche Nice bei CSGO irgendwo her erschleicht. Ja. Die einzige Antwort, die mich wirklich. Draußen böllert's, ja. Ist noch 1,5 Stunden bis Neujahr. Die einzige Antwort, die mich wirklich überzeugt hat, von jemandem, ich weiß nicht, ob das stimmt. Da sein altes kaputt gegangen ist, ich weiß nicht, ob es stimmt. Alter, hab das bald. Ist der Herr oder die Dame, was weiß ich, wie sie heißt, wie er heißt, Jack the Ripper. Diese Person soll sich bitte bei mir melden per privater Nachricht und sie kriegt dieses Gerät. Weil diese Antwort fand ich eigentlich am besten von allen, weil. Ja klar, okay, das andere hat auch was mit ein bisschen Mitleid zu tun, von wegen, ich würde mich freuen, wenn ich auch mal was gewinne. Aber sowas schreibt man normalerweise nicht als Grund dafür, dass man dieses Gerät haben möchte. Jack the Ripper ist die einzige Person, die wirklich eine brauchbare Antwort, die auch gerätebezogen kam, gesagt hat, beziehungsweise beschrieben hat. Deswegen ist Jack the Ripper das Gewinner von diesem Gewinnspiel. Und man muss auch dazu sagen, ich habe alle Namen auf dem Kärtchen geschrieben, habe meinen Bruder ziehen lassen und da kam auch dieser Name raus. Das heißt, liegt nicht nur an mir, es ist wirklich ein Gewinnspiel, wo gezogen wurde. Wo habe ich eigentlich die Kärtchen hingelegt? Ich glaube, die hat mein Bruder noch drüben. Ja. Ich sehe gerade, das hier hat auch so eine Einkerbung. Ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, Jack the Ripper, melde dich bei mir. Schreib mir, wohin das Gerät gehen soll. Ja, und ich wünsche dir viel Spaß damit, wenn du das Gerät erhältst. Tschüss.